Einen wunderschönen guten Tag und wir sind wieder zurück mit der Prime League und eSports Koblenz. Heute mit den Seahawks am zweiten Spieltag. Da ich leider keinen Co-Caster für dieses erste Match gefunden habe, bin ich heute solo. Aber ihr seht im zweiten Bild immerhin noch Schratt das Wohnzimmer. Da sind die Seahawks heute vereint. Die haben heute Nacht ein bisschen Spaß gehabt und spielen jetzt hier heute alle im selben Raum. Massiv professionell beisammen. Und wir sind schon in der Big Band Phase drin. Es geht los heute gegen Inhib Crush. Und wir schauen mal, was sich so bietet. Ja, die ersten Bands gehen raus. Miss Fortune, Lucian, beide im Moment stark. Lucian insbesondere vermutlich auch deswegen gebannt, weil bei Inhib Crush die Nami einer der meistgespielten Supporter ist. Und Nami, Lucian ist eine mittlerweile schon berühmt-berüchtigt brutale Comp. Der Shizao geht raus, mit Abstand der Lieblingsjungler von Schratter, meines Wissens nach. Und auch einfach generell stark. Kann man wenig gegen sagen, wegen das so als allgemein Ban. Mal gucken, wie viel Zeit die sich lassen. Yumi folgt, ist Supporter Platz 2, heißt die Botlane wird momentan definitiv wird definitiv fokussiert, bandtechnisch von Echoes aus. Und der Tryndamere in letzter Zeit auch wieder mehr Play auf der Top gesehen, kann da sehr stark im 1v1 sein, sehr gut im Split-Push, manchmal Schwierigkeiten dann später im Group-Fight, aber ja, ein Champ, mit dem man sich ungerne anlegen will, insbesondere da er diesen gewissen Zufallsfaktor mit drin hat. Tryndamere kriegt ja durch sein Passiv Crit Chance drauf, wenn er eben Schaden bekommt, wenn er sich im Kampf befindet, wenn er Schaden austeilt. Und diese 30% Crit Chance, die er damit schon im Early Game sich aufbauen kann, solange er die halten kann, können eine riesige Wildcard sein. Damit kann man entweder Early Fights massiv stompen, oder sie tun einfach relativ wenig, je nachdem, wie lange das Engagement bleibt. Also Annie, erster Pick. Wie gesagt, wir sind hier, wir befinden uns hier so auf dem Niveau irgendwo zwischen Silber und Platin heute, was das angeht. Das heißt, man wird nicht nur Meta-Pick sehen tendenziell, sondern auch den ein oder anderen, ja, einfach nur Comfort-Pick, was in diesem Skillniveau in League of Legends oft besser ist, als blind auf Meta zu picken. Und wir haben eben als ersten Pick Annie und danach folgt Amumu. Amumu definitiv ein Meta-Pick im Moment, als Support deutlich mehr Play gesehen. Und Jarvan ebenfalls Meta. Sehr starker Jungler momentan. Hat gutes Burst-Potenzial, hat starke Ganks schon im Early Game, hohe Reichweite. Später im Group-Fight auch keine schlechte Combo mit Amumu, die sich theoretisch beide gegenseitig bis zu einem gewissen Grad enablen, der Amumu Ultimate und der Jarvan Ultimate. Als zweites wird Janna gepickt. Annie sieht man selten auch mal als Support. Das ist jetzt damit ausgeschlossen, denn Janna geht definitiv auf keine andere Lane als auf den Support, aber ist dort definitiv safe unterwegs. Nicht verkehrt gegen Amumu, kann den einfach wieder rausschieben, wenn er einmal reingekommen ist. Problematisch wird es eben nur, wenn die Janna selbst getargetet wird. Nämlich, also im Early Game macht das verhältnismäßig wenig aus, aber so ab Level 6 kann dann mit dem Ult auch ein kleiner Stunlock kommen, der gegebenenfalls schon reicht für den, um genug Schaden zu machen. Es kommt aber auch darauf an, wie aggressiv der ADC gespielt wird. Fiora für die Top-Lane von Inhib Crush. Fiora ist ein grundsolider Top-Laner, also sehr, sehr stark im 1v1. Und kann sich im Grunde gegen die meisten Tanks und Off-Tanks recht gut zur Wehr setzen. Sie hat sehr viel Mobility, sie hat Sustain auf der Lane, sehr, sehr starkes 1v1 und diesen Anti-CC-Skill, den Konter, mit dem man, ja, manche Ultimates ganz, ganz brutal aushebeln kann, wenn man davon erwischt wird. Zweite Banphase. Ah, übrigens, vielen Dank für den Subprime, für den Prime-Sub von Hellbreen. Vielen, vielen Dank für den Support. Und zweite Bandphase. Wir beginnen mit Vayne. Mein
nicht verkehrt gegen Amumu, ist ein sehr, sehr skillintensiver Champ und muss erst ins Game kommen, bevor man ja wirklich Impact hat dagegen. Damit Jinx sehr, sehr stark als ADC, hat hohe Reichweite, kann safe spielen und gleichzeitig bullien mit den Raketen. Und hat noch weitere Shaco, da sind wir jetzt vermutlich wieder bei einem, ja, sind wir jetzt vermutlich wieder bei einem klassischen League of Graphs, OPGG-Pick, obwohl, ah, na gut, man hat Nunu und man hat Shaco rausgenommen, also die beiden, ja, zwei der drei meistgespielten Jungler von Lolfe. Und Shaco ist einfach, ja, Shaco ist einfach nervig. Shaco ist nervtötend. Man muss viel weiter in den gegnerischen Jungle upwarden, wenn man wirklich safe gegen ihn sein will. Man muss über andere Pfade, man muss tiefer warden. Das ist einfach nervtötend. Der kann sehr, sehr früh auftauchen, hat guten Schaden, den er macht. Und ja, wenn der viel gespielt wird, ist das schon einfach ein safer Bann, wenn man das macht. So, für die Top Lane wird der Tahm Kench genommen. Tahm Kench nach wie vor sehr, sehr stark, gerade im Early Game, Early to Mid Game, hat ein gutes 1v1, sehr viel Sustain auf der Lane. Etwas tricky zu spielen. Er hat einen relativ breiten Skill Shot als sein Hauptskill und man muss auch eben diese, ja, man muss immer gut abwägen, wie das ist, wann man jetzt frisst, wann man nur stunt. Also, weil sein Ult, mittlerweile wurde das Fressen ja auf den Ult gelegt, braucht ein gewisses Build-up, um effektiv zu sein. So, zwei Jungler wurden rausgenommen und der dritte, der dann gepickt wird, ist die Kindred. Bisher verzichtet Inhib Crush ziemlich auf Frontline. Also klar, Kindred gibt ein gewisses Maß an Sustain mit ihrem Ultimate. Der kann ausgenutzt werden, der kann dazu ausgenutzt werden, um die Squishy Champs länger im Kampf zu halten, um den Gegner, insbesondere die Tanky Champs beim Gegner, runter zu grinden und dann, sobald der Ult verschwindet, dann wieder der Offset, dann ist man plötzlich im Vorteil. Und was das angeht, möglich, aber wie gesagt, man lässt sich halt relativ offen, weil die einzige Frontline, die man momentan hat, ist eine Fiora. Fiora will man nicht wirklich auf Tank bauen. Und die ist prinzipiell besser auf der Sideline unterwegs als im Groupfight, zumindest solange sie noch nicht wirklich massiv gefeedet ist. Bin gespannt, wie sie das ausspielen wollen. Sehr, sehr Damage-lastig, sehr, sehr Burst-heavy. Auf der Seite von Inhib Crush. Die Seahawks haben dafür ihr Line-Up vervollständigt, nämlich mit der Caitlyn und dem Fizz. Fizz dann für die Midlane gegen Annie. Gefährlich kann man machen, aber ja, man muss, also es kommt wirklich bei diesem Duell darauf an, ob man es schafft, dem Stun auszuweichen. Dem Q von Annie zu evaden, ist verhältnismäßig leicht mit Fisch. Für den E und den Ult ist es schon wieder was ganz anderes, weil das sind beides quasi Hitscan. Das sind beides quasi Hitscan-Skills. Und wenn also Shuvi seine Skill-Combo umdreht, dass er mit dem W stunt, dann den Q setzt und dann den Ult, dann dann ist das deutlich schwerer für Garlock, da eben dieser klassischen Annie Burst Combo auszuweichen. Auf der Botlane wird das Matchup also sein: Tristana Janna gegen Caitlyn Amumu. Caitlyn Amumu ist sehr, sehr offensive Combo. Amumu will reingehen, er will offensiv spielen, durch sein CC eben den ADC enablen, den Burst enablen. Auf der anderen Seite ist man mit Janna relativ defensiv unterwegs, aber Tristana ist eben ein Champ, den man nicht unterschätzen darf. Da kommt es auch drauf an, welche Summoner-Spells gleich gepickt werden. Tristana hat sehr, sehr starkes Early-Game-Potenzial, kann ab Level 2 solide reingehen. Und da ist eben die Frage, wie viel Impact dann die jeweiligen Supporter haben. Caitlyn ist auf jeden Fall immer ein safer ADC, also ist, glaube ich, einer der besten Default-Picks, hat eine hohe Reichweite, hat defensive Mobility und dazu noch einen guten Burst. Im Late Game wird Tristana stärker, aber so im Early ist Kate definitiv ein safer Pick dagegen.
So, bevor es losgeht, gehen wir nochmal in eine kurze Pause und sehen uns dann gleich zum Start des Spiels wieder. Bis gleich. So, und wir sind in-game und es gibt direkt So, und wir sind Action, in-game und es gibt direkt denn Action in-game Eco und invaded. denn Und ich muss auch mal kurz, dass Echo. hier nicht alles in die Ewigkeit doppelt. Entschuldigt bitte. Es gab hier einen Invade-Versuch, an dem ich natürlich sofort raus. Den ich natürlich sofort raustappen musste. Ja, es tut mir wirklich leid. Aber es hat ohnehin nicht viel. Ah, doch, man hat den Flash von AI Kenshin rausgeholt. Und übrigens, ich habe es eben komplett vergessen. Vielen, vielen Dank an Misch21 für den Support durch den Sub. Noch nicht mal ein Prime-Sub, ein ganz normaler Sub. Vielen Dank dafür. Also ja, Invade hat einen Flash herausgeholt. Das ist auf jeden Fall gut zu haben. Und ja, das weitere Setup hier eher defensiv. Wir haben Know You, der sehr weit, ja, der in den Tribrush reingegangen ist. Der vertraut auf sein starkes Level 1 mit Fiora. Black Sky hat den passiveren Start genommen mit Flash statt Ignite, was ja normalerweise auf Tahm Kench gerne genommen wird. Und jetzt haben wir den Level 1 Fight und Black Sky muss aufpassen. Er holt relativ ausgeglichenen Trade hierbei raus. Also kommt nicht zu schlecht davon. Normalerweise, wie gesagt, mit Tahm Kench nehmen viele Leute gerne Ignite statt Flash, weil Tahm Kench ein gewisses Maß an Mobility in seinem Kit mit eingebaut hat. Und damit macht man dann stattdessen, ja, wird man dann stärker in den Fights. Aber ja, er nimmt hier das defensivere Setup, beziehungsweise das mehr Utility-lastige Setup mit dem Flash. Und muss jetzt ja aufpassen, beide jetzt Level 2, also kein Level 2 Vorteil für Know You. Der muss jetzt wieder aufpassen, der könnte jetzt gleich, er wird hier gestunt und geht relativ low, kriegt jetzt noch einen Heal raus und beide fighten hier sehr, sehr viel im Early Game, aber bis jetzt Black Sky mit leichtem AP-Vorteil, beide ihren ersten Pot gezogen. Erster FC Köln versucht hier mit Early Level 2 den ersten Engage, aber trifft nicht ganz, muss sich zurückziehen. Beide Jungler Hafen Bot to Top. Schratter ein kleines bisschen schneller unterwegs, natürlich. Die Krux erfordern immer einen etwas weiteren Umweg. Aber das ist natürlich jetzt ungünstig für die erste Krabbe. Know You hat sehr, sehr stark reingepusht. Bedeutet, Black Sky wird nicht in der Lage sein, da großartig zu helfen, wenn es um die Krabbe geht. Aber dafür natürlich auch bessere Gank-Opportunity für Schratter. Der bewegt sich nämlich jetzt auf die Top-Lane, hat den Red Buff gemacht. Jetzt müssen wir gucken. Know You ist Level 4, das heißt, er hat seinen Konter am Start. Wir kriegen den Engage und der Konter wird rausgezogen. Knock-Up trifft, also damit Know You wird angegangen. Er geht zum ersten Mal raus und geht jetzt Richtung River, wo Lolfi entgegenkommt. Und der fokust Schratter. Black Sky schlägt die Kindred und man kann das First Blood ziehen. Sehr, sehr stark für Black Sky gemacht und noch kein zweiter Konter da für Noyo und das ist der Double Kill für Eko. Und in der Mitte geht es gleich weiter. Ave Garlock im Duell mit Shuvi, aber da trennen sich beide wieder. Starkes Play Top Lane. Da war Noyo ein kleines bisschen zu ängstlich, als es darum ging, wieder ja, quasi Lolfi zur Hilfe zu kommen, als der alleine gechased hat. Und ja, so erarbeitet sich Eko ein Early Game Vorteil. Oh, und Garlock hat sich hier verschätzt in der Mitte, ist zu nah ran. Ja, Annie wird nun mal mit Barrier gespielt. Und wenn man dann overextendet, da hat er den Turret Shot gefressen. Oh, gleichzeitig Schratter läuft hier in Lolfi rein, muss gucken, dass er hier noch weglaufen kann. Er hat den Smite, aber Lolfi kann natürlich chasen, hat seinen Flash noch offen und Schratter muss aufpassen. Er weiß eigentlich, dass Kindred den Flash noch hat und sollte da Respekt haben. Die Krabbe auf jeden Fall geht an Kindred. Und das ist insofern auch ja wichtig, als dass Kindred ja darauf angewiesen ist, diese Objectives zu machen. Also insbesondere die Krabben und die Camps im gegnerischen Jungle für ihre Stacks, für mehr Range, für mehr Attack Damage. Aber beziehungsweise für Percent Life Damage, den das Ganze ja macht. Oder? Ja, genau. Missing Health.
So, auf der Botlane bisher alles relativ stabil. Farm ist ausgeglichen, leichten Vorteil für Eco, denn man muss natürlich noch immer mit einbeziehen, dass erster FC Köln hier immer mal wieder der ein oder andere Minion für seine Stacks nimmt. Auf der Toplane ist es allerdings ausgeglichen geblieben. Also, oh, erster FC Köln engage hier auf der Botlane und muss direkt wieder rausflashen. Exhaust geht raus. Da hat man sich aber ganz, ganz böse verschätzt. Unter den Turret so zu engagen, war keine gute Idee. Und Sandros versucht jetzt zumindest noch den Kill auf Akitikoka rauszuholen, aber das passt nicht. Tier geht von beiden Seiten raus und das ist der Double Kill auf der anderen Seite für AI Kenshin und Arikitoka. Okay. In der Mitte, Schratter hat den Gank versucht, aber hat nicht damit gerechnet, dass das ein 2 gegen 2 wird. Annie holt den Bär dazu und schnappt sich den Jungler von Ekko und müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Nach dem 2-0 jetzt einige etwas überhastete Situationen. Und damit auch der Goldlead umgedreht. Mittlerweile 1000 Vorsprung für Inhib Crush. Der erste Drake wird jetzt angegangen. Cloud Drake, also nicht das Schlimmste, wenn der verloren geht, aber es ist natürlich auch immer der erste Step to Soul. Und je früher man den macht, desto höher natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Drake kommt in der Situation, wo man selber noch im Vorsprung ist. So, Black Sky engagiert hier schön auf No You. Der hat seinen Konter zu früh gesetzt, denn dieser Tahm Kench, nennt man das der Teleport von Tahm Kench. Dauert nämlich deutlich länger, als man meint. Ich glaube, eine Sekunde oder sowas hat das Wind-up. Und der Konter von Fiora, lediglich 0,75 Sekunden, ist jetzt sehr, sehr aggressiv gegenüber. Hat natürlich den klaren Item-Vorteil mit der Bramble Vest. Dafür trotzdem Farm immer noch relativ großer Vorteil für No You. Hat jetzt die Wave vor seinem eigenen Turret. In der Mitte, Ave Garlock setzt sein Ultimate daneben und geht Shuvi an. Schratter kommt dazu, kriegt den Knockup. Nicht Double Stun für Shuvi. Schratter frisst zwei Turret-Auto-Hits, aber kommt da noch raus. No, you muss jetzt wie gesagt aufpassen. Da ist die Frage, ob Black Sky das engagen will. Und aber Garlock geht hinterher und wieder geht die Barrier raus. Garlock muss flashen, um der Kindred zu entkommen. Nur ob er schon aus dem Schneider, das ist die Frage. Leufey verfolgt noch ein Weilchen, aber das sind Boots gegen keine Boots. Ja. Will jetzt hier die Raptors klauen. Oh, Schratter engaged. Das hat natürlich sehr viel Burst Damage und den Ult. Der Ult reicht nämlich. Leufey war noch auf Level 5. Ich mich da verguckt. Auf jeden Fall schön gespielt hier, hat sich mit dem Smite den Raptor gesichert, damit hochgehealt und hatte genug Burst, um sich auch noch die Kindred dazu zu schnappen. Schöne Aktion. So, Botlane immer noch leichter Farmvorteil für Eco, aber man spielt jetzt hier natürlich gegen eine Tristana, die Double Kill bekommen hat. Exhaust ist auch wieder ab auf beiden, also auf Arikitoka und erster FC Köln. Und solange der da ist, müssen beide Seiten natürlich vorsichtig sein. Gegen Exhaust ist man im Engage meistens im Nachteil. Garlock kommt mal Richtung Botlane, cleart da zumindest die Wards. Ja, und beide Jungler bisher seit dieser frühen Aktion nicht mehr wirklich auf der Top unterwegs gewesen. Leufey cleart jetzt zwar Top Jungle, aber auch da, Black Sky wird sich einmal zurückziehen. Und damit keine Möglichkeit, da oben zu ganken. Man wird jetzt wieder auf die Crab gehen wollen, denn da wartet der nächste Kindred Stack. Ansonsten hier muss man sagen, und das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber für das Niveau der Spieler hier auf beiden Seiten erstaunlich wenig Kills noch alles in allem. Normalerweise sind das immer größere Clownviecher. Also, Ave Garrock versucht hier den Ult zu treffen, aber er muss aufpassen. Er ist zwei Level behind gegenüber Shuvi. Und ist die Frage, ob er sich das Solo mit der Annie anlegen will.
Der Toplane währenddessen ist man komplett für sich. Vielleicht jetzt mal der nächste. Oh, er schafft hier den Bite auf Noyo und auch den Kill schön gemacht vom Black Sky. Da hat Noyo overextended auf der Lane. Gleichzeitig aber wurde die Botlane zurückgeforst und das sind zwei Platings für Tristana. Tristana mit der Bombe, natürlich ganz, ganz gefährlich gegen diese Turrets. Kann sich vermutlich sogar noch hier einen dritten holen. Man hat genug Minions. Auf der Rückseite kommt aber Schratter nach vorne. Es wird perspektivisch 2 gegen 2. Flash von Arakitoka geht raus und direkt der Ult hinterher. Ja, man hat zumindest Utility damit gezogen. Aber Kills oder sonstiges kommt dabei nicht mit rum. Denn Lolfi ist zur Stelle. Und den 2 gegen 3 Fight will man nicht nehmen. So, jetzt umdrehte Situation. Erster FC Köln. Ja, ist jetzt auch da. Wir sind wieder auf 3 gegen 3. Und Schratter ist hier an Läufe vorbeigelaufen. Und die suchen jetzt hier den Endgate. Erster FC Köln, schöner Ult. Zieht hier die Tristana aus der Luft nach Arakitoka. Wird fallen. War nicht ganz in der Höhe von Läufe drin. Auch Läufe wird genommen. Und das könnte ein 3 zu 0 werden. Pego, es wird es auch. 3 Kills insgesamt. 1 für Schratter, 2 für Sandros. Und schön diesen Engage hier gedreht. Shuvi bewegt sich ja alleine Richtung Botlane, wird von dem Fisch getroffen und muss jetzt ja aufpassen. Garlock verfolgt und das wird knapp. Das ist der vierte Kill. Und plötzlich hat sich das Ganze wieder gedreht. Echo mit 4 Kills in schneller Folge, ohne einen einzigen dafür abzugeben. Und können sich damit jetzt auch den ersten Drake nehmen für sie. Zweiter insgesamt. Kann man ein bisschen über die Execution sich streiten, ob das eine gute Idee war von Lolfi. Klar, eine Sache war auf jeden Fall, dass Arakitoka schlichtweg nicht in den Ult reingegangen ist. Oh, kurze Pause hier. Auf der Top-Lane hat Noyu den Ult eingesetzt gegen Black Sky. Und sobald der Ult einmal steht, sobald beide mit Full Life auf der Lane sind, wird das wieder deutlich schwerer. Eben die Situation im 1v1 wurde natürlich auch damit rausgespielt, dass Black Sky die ganze Zeit den HP-Vorsprung gegenüber Noyo hatte. Das heißt, er konnte ihn unter den Turret pushen, er konnte ihn da durchweg auf Low HP halten. Und wenn beide mal wieder mit Full Life auf der Lane sind, insbesondere sich in der Mitte der Lane befinden, hat die Fiora plötzlich schon wieder deutlich mehr Tools, um dagegen zu halten gegen den Tahmkench. So, jetzt aber hier wieder beide Botlaner von Eko gemeinsam zurückgegangen. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Weil damit hat man jetzt einen sehr, sehr frühen First Turret abgegeben. Das ist eine Menge Gold, das dabei an AI Kenshin geht. Können wir mal kurz gucken im Gold. Ja, 2-1 für beide. Sogar 2 Assists noch mehr für Sandros. Aber trotzdem, Goldvorteil liegt bei AI Kenshin. So, auf der Midlane, Ult von Shuvi hat nicht gereicht, um das Garlock zu holen. Gleichzeitig aber wieder Duell Black Sky gegen Noyu. Diesmal kein Ult zur Verfügung. Sonst wäre das wieder kritisch geworden. So, Schratter ist in der Mitte. Der Fisch geht wieder dagegen, aber auch der Knock-Up passt. Ult von Schratter kommt raus und das ist ein Easy-Kill auf Shuvi. Und jetzt nimmt das Ganze doch schon deutlich mehr bekannte Dimensionen an. Aber ganz, ganz aggressiv hier, dreht sich immer hin und zurück der Goldvorteil in diesem Spiel. Damit sind die Platings jetzt auch runter. Wie gesagt, ein Turret hat man natürlich bekommen mitsamt aller Platings. Oh, Noyu wieder auf Black Sky. Ist schön evaded hier der Zunge. Und jetzt Black Sky in derselben Position wie Noyu eben, aber Schratter ist am Start. Noyo hat den Ult theoretisch wieder. Nur er muss auch schnell genug da seine Marks pocken können. Diesmal trifft die Zunge. Noyo versucht wegzuflashen und ist jetzt ein bisschen zu weit. Da, er schafft's noch. Ist schnell genug. Hatte die Zweierboost schon am Start. Das hat ihm dann hier das Leben gerettet. Er hat der FC Köln, geht in die Mitte zusammen mit Sandros. Aber da ist nicht wirklich viel Damage hinter dem Amumu. Die Botlanes rotieren beide. Es wird knapp für AI Kenshin, aber Arakitoka ist zur Stelle, hat den Heal. Ja, und die Midlane verlagert sich auf die Botlane. Generell überall leichte Farmvorteile mit Ausnahme der Botlane für Inhib Crush, aber natürlich dafür eben alle 5 Platings plus Turret First Blood und das macht unfassbar viel aus dafür. Der Herald wird angegangen.
Nachblading ist natürlich nicht mehr ganz so impactvoll, aber es kann immer noch, ja, hilft immer noch dafür, die Lanes zu öffnen und das Midgame ein bisschen leichter zu machen fürs eigene Team. Bewegt sich auch jetzt auf die Top-Lane. Man sucht da den Kill auf Noyo. Frage ist, was der jetzt macht. Gegen zwei Leute geht es theoretisch, gegen drei wird es deutlich schwerer. Knock-Up trifft nicht, aber auch der Konter hat keinen Effekt. Jetzt Ult-Porn Schratter wird gesetzt und damit auch der Knock-Up von Black Sky ins Schwarze getroffen. Das gibt einen Kill, aber gleichzeitig muss auch der Bot-Lane Garlock rennen, denn Shuvi wieder die Combo connected bekommen. Mit Noyo back to base und erstmal keinem TP kann man auch den Herald setzen. Und ja, das wird dann jetzt höchstwahrscheinlich der Top-Turret werden, denn Leufey ist da auf keinen Fall genug, um sowohl Schratta als auch Black Sky aufzuhalten. Na je, muss halt echt viel gehen. Nächster Drake in 30 Sekunden. Harold hat keinen zweiten Charge mehr rausbekommen, aber damit trotzdem 1 zu 1 in Turrets. Gold, leichter Vorteil, wie gesagt, nach wie vor für In-App Crush, aber noch nichts, was in irgendeiner Form, ja, Aussagen darüber treffen ließe, wie das Game hier, ja, wer hier das Game gewinnt. Obwohl trotzdem ein Goldvorteil bei 10 zu 5 in Kills doch schon irgendwie bezeichnend ist. Der Drake soll wohl auch aggressiv angegangen werden, aber wir haben natürlich eine Ocean Zone. Das bedeutet, man hat immer diesen einen tricky Spot im hinteren Bereich des Drake Pits, wo man noch reinboarden kann. Ja, Eco noch ein bisschen zögerlich, aber eigentlich kam sie jetzt gerade nicht viel Zeit zu warten, denn auf der Top Lane pusht Noyo durch, auch mit einer relativ dicken Lane. Wenn man den Drake nicht macht oder sich nicht zurückzieht, kann das schnell noch einen zweiten Turret geben. Und man hat jetzt, ja, es ist eine gute Minute hier um diesen Drake rumgetanzt, entscheidet sich jetzt reinzugehen. In Crush ist zu dritt vor Ort. Der Ward wurde gefunden, wird noch rausgenommen. Und man wartet noch kurz ab. Wollte vielleicht rausbeten, dass Lolfe rüber geht. Er geht auch rüber, aber er schafft den Steal nicht. Sein Ult wird zwar gesetzt, aber das erkauft ihm lediglich ein paar zusätzliche Sekunden und Sandros beendet das Ganze. Noyu währenddessen auf der Toplane das gemacht, was angesagt wurde, nämlich einfach mit seiner Riesenlane durchgepusht und damit auch noch fast den Turret geholt. Oh, und hier, ach, Garuk da und es gibt natürlich keinen Skill hier im ganzen Spiel, der so leicht zu countern ist für Noyu, wie der Ult von Garlock, wie der Fisch-Ult. Er zählt wunderbar rüber, gibt dir sogar einen Countdown in Zahlen, an denen du dich orientieren kannst. Ja, und gleichzeitig in der Mitte fällt Black Sky, der Botlane von In-App Crush, zum Opfer. Generell mehr Kills für Eco und sie haben den Drake geholt, aber dafür eben die gesamte Botlane durchgerutscht. Plus noch ein Kill auf Noyu und der wird jetzt immer unangenehmer. Der hat seinen Gore-Drinker, wie heißt es momentan im Stream so oft, Thanks Mastercard, wird nicht der Gore-Drinker momentan im World Stream immer von Mastercard präsentiert. Und den Essence Reaver. Das sind zwei sehr, sehr starke Items, auch für Yora. Generell scaled sehr, sehr stark mit Items dieser Champ und im Late Game mit Full Build sehr, sehr schwer, den mit auch schon mit 2 zu 1 Vorteil in den Griff zu bekommen. So, Noyo macht das einzig Vernünftige. Er hat die Top-Lane eingerissen. Er geht auf die Botlane, Split pusht weiter. Farmvorteil mittlerweile sehr stark gegen Black Sky. Und ist die Frage, ob er sich noch mit dem anlegen kann. Na, er kriegt zumindest das Fressen hin und kriegt Noyo unter den Turret. Und das könnte knapp werden. Noyo muss flashen, aber hat Glück mit dem Turret-Fokus. Kriegt nur einen Auto-Hit. Er kriegt nur einen Turret-Hit ab. Jetzt wartet Black Sky hier. Schratter ist am Start. Man hat ein bisschen Anti-Heal, aber ja, Noyo, der riecht den Braten, flieht. Schratter ultet rein, ganz aggressiv, aber damit hat Noyo natürlich zuerst mal ein 1v1. Und das mag er sehr, sehr gerne, sich einen nach dem anderen vorknöpfen. Und dem fallen jetzt sowohl Black Sky als auch Schratter zum Opfer. Läufer und Shuvi kommen zur Unterstützung, aber es war gar nicht nötig. Schratter viel zu aggressiv.
Hier, Black Sky, keine Möglichkeit, hinterherzukommen. Und auch Sandros muss jetzt hier noch die große Runde machen, um nicht gecatcht zu werden. Ja, was die Map angeht, in Crush auf jeden Fall jetzt im Vorteil. Alle Lanes hat man zumindest schon mal auf dem T1 geöffnet und auch die T2 werden jetzt nach und nach fallen. Dafür gefiedete Fiora, Tristana, die gut im Farm steht, sind natürlich wirklich prime dafür. Oh, man wird sogar einen Dive aus Sandros, der gelingt. Shuvi wird an Winions sterben. Aber bei No You gelingt es noch knapp rauszukommen. Was ist da passiert? Menschen haben geflasht. Ich glaube, Garlock hat sich den geholt. Ja. Damit die Lanes von Eco fast bis auf die Inhibitors drinne. Selber hat man erst einen sich sichern können. Aber dafür zumindest eins mehr. In den anderen Objectives man hat einen Drake mehr. Und ja, aber das Gold ist mittlerweile schon relativ, ja, schon relativ bezeichnend dafür. 4,5k Vorsprung für Inhib Crush, trotz 3 Kills behind. Auch etwas, was man eher selten sieht. Aber das zeigt auch mal wieder, dass es keine sinnvolle Idee ist, primär auf Kills zu achten. Denn Kills sind zwar gut, geben 300 Gold, aber wenn man daraus keinen strategischen Vorteil ziehen kann, beziehungsweise der Gegner in der Zeit, auch wenn man zu viele Ressourcen auf einen Kill committen muss, kann der Gegner in der Zeit einfach taktisch spielen, auf Map Supremacy achten. Und das bringt dann über lange Sicht hin deutlich mehr Gold und deutlich mehr Vorteile. Und anderen die Möglichkeit, ein Spiel zu wetten. So, Ult-Engage von Shuvi auf Schratter. Schratter kann da mit seiner EQ-Kombo rausgehen. Oh, und aber erst FC Köln sucht nach dem Engage, will aber nicht ganz durchziehen, hat auch noch kein Ult zur Verfügung. 4, 5 gegen 4 in der Mitte und Eco zieht sich ein bisschen zurück. Man muss natürlich aufpassen, denn NoYu ist wieder auf der Botlane unterwegs und pusht da gnadenlos rein. Der letzte T2-Turret fällt. Und damit, ja, in dem Crush jetzt in einer guten Position, den Drake anzufangen. Oh, NoYu geht da relativ tief rein, aber das gesamte Team hat er dabei. In dem Crush kontrolliert den Botside-Jungle von Eco und kann damit jetzt auch safe den Drake machen. Ja, das Blatt dreht sich und, was heißt, es hat sich die ganze Zeit gedreht, aber langsam nimmt dieses Spiel doch eine gewisse Tendenz an. Inhib Crusher spielt das Ganze jetzt relativ, ja, relativ safe hier runter. Machen mittlerweile sehr viel im Team. Wenn man mal so auf die Comps guckt, fürs Late Game gibt es einige Champs, wie zum Beispiel Tahm Kench, die natürlich relativ stark absacken. Der hat in Group Fights einfach nicht dieselbe Utility und aber auch nicht dieselbe Power im, ja, nicht dieselbe Power im Split Pushen wie so eine Fiora. Das heißt, da muss man gucken, wie man sich am Ende mit dem positioniert, um Impact zu haben und gleichzeitig eben noch seinen riesigen HP-Pool so auszunutzen, dass man ja noch das Bestmögliche aus seiner Rolle als Fulltank ja rausholt. Und auf der anderen Seite, also momentan fehlt Eco noch so ein kleines bisschen der Burst, um die, ja, im Grunde No Frontline kommen von Inhib Crush zu punishen. Der Burst kann natürlich noch kommen über Items, aber gerade da sieht es halt an vielen Fronten eher so mäßig aus. Garlock 139 Farmen in dieser Spielphase. Erst ein Item fertig, arbeitet jetzt an seinem Zonias, aber das ist noch ein gutes Stückchen entfernt. Auf der anderen Seite ist man da schon deutlich weiter, insbesondere NoYu, der mittlerweile bereits 3 Items fertig hat, inklusive Hullbreaker. Und der Hullbreaker macht natürlich das 1v1 nochmal deutlich stärker. Und im Grunde kann man jetzt um seine Range und um diese Sidelane herumspielen. Oh, erster FC Köln wurde ja gefunden von der Fiora. Flash früh raus. 3 Mann kommen zur Hilfe.
Und retten damit zumindest dem Amumu das Leben. Aber wie lange? Oh, Shubi versetzt sein Ultimate. Kein Stun hier. Auf den Supporter von Ikko. So, jetzt wieder. In dem Crush tief im Jungle von Ikko drin. Werden da versuchen, einen Surround zu starten. Und jetzt beginnt der Fight. Erster FC Köln trifft einen guten Ult. Aber wie gesagt, da fehlt es noch ein bisschen an Schaden. Sie gehen jetzt alle low, aber die Kindred-Ult geht raus. Läufe kann sich gerade rausziehen und mit dieser Kindred-Ult kann man jetzt so ein bisschen das Ganze umdrehen. Noyu holt sich 1, 2 und 3 Black Sky und Sandros als einzige übrig. Und die beiden werden das, glaube ich, nicht drehen können. Man kriegt zumindest die Fiora noch. Tradet 2 zu 4. Und Sandros, zumindest müsste er in der Lage sein, das zu deffen. Ja, und da ist eben diese starke Combo, die man hat mit dem Jarvan und mit dem Jarvan und mit dem Amumu. Allerdings ist das eine Combo. Oh, da wurde Sandros fast Tristana hat. Ist diese Combo natürlich auch counterbar, nämlich gerade durch Laufey. Wenn Laufey zu den Champs gehört, die in dieser Combo gefangen werden, also die in der Jarvan-Ult drinstehen oder von der Amumu-Ult gesnared werden, kann einfach Laufey seinen Ult setzen und dafür sorgen, dass jeder AOE-Schaden, der da reingeht, nur halb so schlimm ist, denn es kann ja eh keiner sterben. Break in einer Minute und noch kein Team hat sich bisher getraut, sich am Baron zu versuchen. Wird aber, würde ich mal sagen, spätestens nach dem nächsten Groupfight der Fall sein. Aber fürs Erste, beide Teams eher interessiert daran, sich Richtung Drake zu positionieren. Ja, und das Problem für Ekko ist halt insbesondere, dass sie immer unter dem Druck stehen. Denn NoYu macht das wirklich hervorragend, muss man sagen, auch wenn ich hier seinen Namen etwas exponentiell oft benutze, aber er ist momentan einfach der solideste Spieler hier auf dem Rift. Klar, die Rolle ist keine große Schwierigkeit mit Fiora, wenn man so weit ahead ist, aber man muss sie auch erstmal in die Position bringen und das macht er sehr solide. Eine Sache, die man hier vielleicht anmerken muss: Black Sky, er kriegt jetzt wieder neue unter den Turret. Oh, er Dash sogar mitten rein, aber dieser Schaden ist einfach so rund. Sandros war definitiv die falsche Person, um da zur Unterstützung zu kommen. NoYu holt sich nicht nur die Caitlyn, sondern auch den Tahm-Kench und damit der Drake verloren. Und auch der Inhib könnte in Gefahr sein. Nock, Avogadro und 1. FC Köln sind dabei, aber oh je. Präventives Turnier wird gesetzt zum Duken. Aber ne, die beiden können sich einfach nicht anlegen. Das ist ein Level 17 Fiora gegen 13er Fisch und 11er Amumu. Und mit 3 Mann Unterzahl könnte das einfach sein, dass Inhib Crush hier durchgeht. Der erste Inhib wird gecrushed, der zweite bereits. Aber ne, man geht auf Nummer sicher. Erst Baron. Ja, und der Baron wird uncontested bleiben. Ekko, keine Chance, da schnell genug anzukommen, um irgendwie was zu machen. Schratter, ganz knapp, aber den wird er nicht stehlen können. Hatte keine Vision da drauf. Und das zu deffen wird jetzt eine Herkulesaufgabe. Der höchste Champ bei Ekko ist immer noch 3 Level unter der Fiora. Mittlerweile kann sie Split pushen, aber muss sie auch einfach gar nicht mehr. Sie kann im Groupfight jetzt dazukommen. Man muss gucken, dass man sich nicht ganz brutal CC'en lässt. Aber ich fürchte, dass da jetzt für jeden Fight einfach der Damage nicht reichen wird. Man macht sogar noch ein Reset danach. Gut, kann man sich ja leisten. Noch war auf 4 Items jetzt fertig für NoYu. Generell besseres Makro-Play, dieses Spiel von Inhib Crush. Wie gesagt, man hatte gute Plays auf den Lanes von Ekko. Man war auch an vielen Stellen mal sloppy bei Inhib Crush. Also man hat nicht immer tief genug gewardet und all das, aber generell, man hat sich einfach den größeren Geldvorteil rausgespielt, die bessere Präsenz auf der Map gehabt, die besseren Cross-Map-Plays gehabt.
Da geht der Random Fish über die Mauer, der natürlich dann für den nächsten Groupfight erstmal nicht mehr zu haben. Und jetzt bringt man langsam die Waves rein. Super Vasallen kommen auf Top und Mitte. Und auf der Botlane haben wir mit No You keinen Super Vasallen, aber etwas noch Schrecklicheres, nämlich eine gefiedete Fiora. Und hier jetzt vielleicht die einzige Möglichkeit für Eco: kriegt man No You im 1 gegen 4, vielleicht die einzige Konstellation, der das machbar ist. Aber auf der Botlane sind sie bereits drinne. Und das heißt, man muss sich da umverteilen. Und selbst da 4 zu 3, das zu deffen, wird schwer. Jarvan fällt, man geht rein, erst FC Köln setzt sein Ult, aber da quasi kein merklicher Schaden mit dabei. Und ja, jetzt wird das im Grunde eine reine Aufräumaktion. Black Sky fällt, erst FC Köln fällt und das ist GG. Well played, wir dürfen nicht mehr das Ende sehen. Aber ja, das ist das 0 zu 1 im Match. Eco Seahawks, entschuldige, ich komme mittlerweile wirklich durcheinander. Gegen Inhib Crush. Das schönste Bild, was man sich vorstellen kann dabei, ja, und man sieht das hier kurz so, die Goldunterschiede sind schon wirklich merklich da drin. Anyway, das war Match 1 und wir gehen in eine ganz kurze Pause, bevor dann gleich wir hoffentlich zum zweiten Match kommen und sehen uns dann wieder. Bis dann. Und hier noch kurze Info. Wir haben hier Deroman bzw. Know You im Chat. Ich bin der häufigste Caster für Eco. Ja, Maincaster könnte man sagen. Meiste Zeit habe ich noch einen Co-Caster mit dabei. Aber ja, immer sonntags, wenn die Matches sind von unseren Teams hier, was ja mittlerweile mit 7 eine relativ unübersichtliche Zahl geworden ist, gucken wir mal, dass wir so viel wie möglich gecovert kriegen. Und wenn du schon im Chat bist, well played, das war definitiv dein Game gerade. Und good luck für die nächste Runde. Wir sehen uns nach der Pause wieder.